Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Ruppe, meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Richtig, Harry Potter Sets aus dem Jahr 2022. Wir machen noch mal ein bisschen weiter. Richtig, wir haben uns ja nur das gruselige Zaubereiministerium bisher angeschaut. Aber jetzt haben wir Krankenhausflügel. Richtig, wir haben Sirius Rettung und wir haben den ungarischen Hornschwanz. Genauso ist es. 76308, 76401 und 406. Da sind sie. Weswegen habe ich diese eigentlich überhaupt nicht zusammenpassenden Sets ausgesucht? Richtig, sie kosten alle 50 Euro. Und da habe ich dann gedacht, wenn wir doch schon mal da sind, drei Sets quasi. Dieses Set ist ein wenig älter, das ist vom Anfang des Jahres. Die kam jetzt im Sommer dazu. Wenn ich schon mal drei Sets habe, die quasi zeitgleich auf dem Markt zumindest sind, dann aus der gleichen Serie, dann können wir sie auch mal nebeneinander stellen, oder? Und gucken mal, was wir da haben. Und vielleicht seid ihr ja mit dem Budget nicht, wie Lego denkt, komplett unabhängig und sagt, 1000 Euro, 50 Euro, mir doch egal. Sondern ihr denkt, ich guck mal, wofür ich mein Geld ausgebe. Können wir das doch mal hier so einen kleinen internen Vergleich machen, oder? Ich dachte mir auch, das ist doch super. Es sind auch drei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an 50 Euro. Und ihr könnt mit Sicherheit euren Favoriten sehr zügig herauspicken. Sagt mir gerne Bescheid. Wir haben zwei davon live gebaut. Gestern auf Twitch. Und dazu noch Dumbledores Büro. Das kommt am Wochenende. Und den habe ich jetzt nochmal gebaut. Hier den Krankenhausflügel oder Krankenflügel oder was auch immer das Ding heißt. Und jetzt gucken wir es uns doch mal an. Richtig, hier die Boxen, Abenteuer und so weiter. Ich weiß, wir müssen uns vor nichts fürchten. Da ist ja echt nichts zu sehen. Das ist einfach die Rückseite vom Haus. Es ist nichts los auf den Boxen. Nur eine kurze Info für euch. 333 Teile, 667 Teile, 490 Teile. Warum die Unterschiede? Fragt euren Lego-Abgeordneten in der Nachbarschaft. Es ergibt keinen Sinn, aber das macht ja nichts. Ihr müsst es ja nicht kaufen, wenn es euch nicht gefällt. Ich weiß natürlich, werden jetzt viele sagen, 50 Euro, wen interessiert es denn? Ja, wir sind ja bei Lego. Nichts für Geringverdiener und so, gell? Ihr kennt die Lego-Sprüche. Ich finde, 50 Euro sind eine Menge Geld für sowas. Also vor allem, da wir den Markt mittlerweile kennen und wir wissen, was man für 50 Euro sonst so bekommt. 50 Euro sind eine Menge. Damit kann man viel machen. Und ich denke, es lohnt sich durchaus mal einen Blick näher drauf zu werfen. Auch wenn wir reduzierte Markt mindestens 30% runter bei den großen Ketten. Mindestens 30%. Momentan, wir hatten ja gerade Prime Day oder haben gerade Prime Day. Wir haben Sets mit über 50% Rabatt von Lego bei Amazon. Und auch natürlich bei den anderen, die ja mitziehen müssen. Also ihr bekommt das natürlich auch für 30 und drunter. Ja. Der Händler zahlt euch halt die 20 Euro, aber das ist nicht euer Problem. Der Händler ist selbst schuld, wenn das macht. Also von daher, natürlich bekommt ihr es günstiger, aber trotzdem, Lego ruft 50 Euro auf. Und es gibt bestimmt ein paar arme Menschen, die es auch tatsächlich für diesen Preis kaufen. Und deswegen möchte ich euch mal zeigen, was die da als Gegenwert bekommen haben. Gucken wir erstmal. Also das hier ist aus der Sculptures-Serie. Gehört zu den anderen Flatterviechern, die es ja von Harry Potter gibt. Sind ein bisschen teurer geworden. Natürlich bei 40 lagen wir eigentlich, jetzt sind wir bei 50, aber das verwundert uns nicht mehr. Ist aber keine Preiserhöhung, der hat schon immer 50 gekostet. Deswegen, gell? Es ist ja die erste Preiserhöhung von Lego, sonst sind die Sets nie teurer geworden. Das hier, wie gesagt, dann das Neueste jetzt. Ich habe wirklich... Warum habe ich das falsch umgesetzt? Nein, ich habe mich gerade über den offenen Rahmen hier gewundert und habe gedacht, also das sieht ja hässlich aus. Es ist so geplant. Das hier, wie gesagt, ist das neueste Exemplar. Ich habe es gebaut, ich war einigermaßen fassungslos. Und ihr wisst, aus welchen Filmen das genau kommt. Ihr habt mir gestern, ich als Ehrenvorsitzender aller Fanclubs, habe mir natürlich, hab die Weisheit natürlich massiv am Start, aber ihr habt mir relativ viele Sachen noch erklärt, dafür bin ich sehr dankbar. Warum das alles so ist, was dieser ungarische Hornschwanz hat. Ich habe dann auch verstanden, dass hier vorne der Harry drankommt, weil er mit dem kämpft in einer Szene, habt ihr mir gesagt, in einem Film. Ich gucke mal. Ihr habt mir auch gesagt, dass die späteren Filme besser werden und dass ich der Sache nochmal eine Chance geben sollte. Ich denke nochmal drüber nach. Die ersten zwei waren echt grottig. Aber wir gucken mal. Nicht mein Geschmack, macht ja nichts, wenn ihr Freude habt. Es ist ein Fest. Wir gucken mal, was wir hier so machen können. Ich messe einmal kurz ab, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Natürlich sind Aufkleber dabei. Ja? Hier ist nichts mit einer Vollendung gemacht, dass wir davon ausgehen könnten, dass sich hier jemand für das Geld Mühe gegeben hätte.
Das ist nicht der Fall. Wir haben hier auffällige Prints dabei. Aus der 75948 kennt ihr das auch, das ist aus dem Uhrenturm. Das ist die Uhr. Oder zumindest das Ziffernblatt. Gehen wir noch mal ran. Ich vergesse das in letzter Zeit gerne, gell? Das Hightech-Feature, ich nehme mal die Treppe mit, weil wir echt gnädig sind. Das sind knapp 24 cm, in der Höhe sind es 33 cm. Und in der Tiefe, gut, wenn wir die Tür wieder mit, die Treppe wieder mitnehmen, kommen wir auf 10 cm. Ohne Treppe sind es 6. Der Ungar erstreckt sich auf einer Länge von, also 50 cm mit Knecht. Er selbst bis 45. 19. Und die Breite, wenn wir mal gucken hier, Riesenfeature, krasser als jedes Technik, tatsächlich krasser als jedes Technikmodell. Vor allem auch so von der Umsetzung. Oh ja, schon so ein 42 cm. Respektables Flattervieh. Und hier drüben sind wir bei knapp 20 cm, Höhe 25 cm, Tiefe so 10, 11 cm. Bautiefe tatsächlich, nicht so eine Treppe an der. Nicht so eine Treppe an der Seite, sondern echte Bautiefe. Jetzt guck mal, ich habe mir die Kamera jetzt hier rübergelegt, also das Bild fast gut. Egal, wir kriegen das alles gut hin. Wir haben natürlich hier einen Sack Ersatzteile dabei, ist klar, gell? Wir haben hier immer solche Glitzerfliesen dabei. Wir haben die Stöckchen von den Leuten dabei. Und alles, was einmal eins ist, das ist ja die alte Regel, alles, was einmal eins groß ist, ist als Extrateil nochmal beigelegt. Dann haben wir die Figuren. Und das hier ist quasi mit Gold nicht aufzuwiegen. Ganz offensichtlich, anscheinend würde ich sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist ein schnabeliges Flattergaloppel. Ja. Ich hoffe, ihr findet es super. Hoffe ich wirklich, weil wenn ihr das Set, also deswegen kauft ihr es. Ich hoffe, es ist super. Jetzt muss ich mal gucken, wir sind, ich muss es ja richtig machen, wir sind jetzt hier. Das ist die Madame Pomfrey, ist das, genau. Und dann haben wir die Klassiker natürlich, die kenne ich, das ist Harry und, warte, Ron, genau, und Hermione. Richtig. Die haben wir auch direkt nochmal dabei, was ich ein bisschen bitter finde, bei Sets, die direkt gleichzeitig. Warum ist mein Licht hier drüben? Was habe ich denn da gemacht? Egal. Ist auf jeden Fall da. Genau, das sind die mittelgroßen Figuren, auch schon mit Knick. Ja, nicht die ganz kleinen. Hier drüben sind die ganz kleinen Figuren. Also, das sind jetzt die Figuren aus dem Krankenflügel. Das ist der Harry vom Ungarischen. Ja. Und das sind die drei. Nochmal Hermione, nochmal Harry und das ist der Sirius, oder? Sirius. Genau, Black. Kenn mich doch aus. Und genau, und die haben die kurzen Beine hier, ja? Also, naja, halt. Ach nee, die steht nur tiefer. Nee, alles fein. Die haben alle die Beine, dass man sich richtig bewegen kann. Das sind diese Medium-Beine. Genau, ja, die richtigen. Und er hat auch ein bisschen an den Beinen ein bisschen Print noch dran, damit sich da irgendwas tut. Und genau, das sind die Figuren. Und hier, Super Eule, die finde ich Weltklasse. Ich mag die, in diesem Sandblau. Die kommt auch vor in dem Harry Potter Fankoffer, den ich euch ja auch vorgestellt habe. Ganz genau. Das zweite Mal dabei. Sie hat hier dieses Kopfbedeckungsding. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dual molded, Haare und das Kopfbedeckungsding, alles dabei. Ja, ich hoffe, die Figuren sind großartig für euch. Jetzt haben wir sehr unterschiedliche Herangehensweisen nochmal an die 50 Euro. Hier haben wir sehr viele Teile. Fangen wir mit dem an, oder? Ich fand den super. Er hat eine ganz wichtige Funktion. Da kommt hier nämlich was und es ist und es ist ein Doppelsoundgerät und das finde ich großartig. Und hier haben wir jetzt diese Kurbel und an der können wir kurbeln und damit wird geflattert. Kennt ihr ja von den anderen auch. Ist genau das gleiche natürlich nochmal. Wir sind generell mit relativ wenig Fehlfarben verseucht worden. Das liegt bei den beiden Fallen daran, dass sie so dünn sind, dass man keine verbergen kann. Hier drin haben es natürlich ein paar reingeschafft, aber tatsächlich
Das Gute an dem Ergebnis ist, dass wenn man sich das Vieh so anguckt, man sieht ein paar rote Pins und so weiter. Aber es ist tatsächlich, also von den Achsen, die gucken halt hier überall raus. Wäre natürlich in Schwarz alles schön gewesen. Ich weiß nicht, wozu man sieht. Es sind hier in super an dem Set sind die Teile in Dark Tan und auch in Tan. Das ist schon mal sehr großartig. Hier vorne nur mal kurz, weil ich dolchte mit die ganze Zeit Richtung Kamera. Das hier ist dieser Besen, der da aufgesetzt wird. Klassischer Besen, ja, alles fein. Und das hier ist so ein Bar. Wir sprechen immer mal drüber, über die speziellen Teile. Die interessieren mich ja in Sets immer sehr. Und dann gucke ich, was das ist und was das vielleicht für besondere Teile waren. Und dann freue ich mich, dass ich einen Teil finde, was ich kannte aus dem alten Set. Habe es lange nicht mehr gesehen, immer diese Geschichten. Und dieses Element hier ist eins davon. Ich weiß noch, es kam dann in der 10221, der Executor, Superstar Destroyer. Da war das natürlich ein Riesenthema, da kam das und das war ein Highlight. Und das kam dann 7, 8 Jahre nicht, in keinem Set. Und der Supersternzerstörer war ja auch schon ein Exklusivset, was als ich als Händler nie bekommen habe. Und es war immer ein großes Problem und deswegen erwähne ich viele Sachen nicht mehr, weil dieses Teil jetzt, ihr könnt ja mal bei Bricklink reingehen, euch das Element anschauen. Früher war das da, es kam mal 2005, dann mal 2007, dann mal 2011. Das war's. Mittlerweile kommt dieses Teil in, weiß ich nicht, 10 Sets pro Jahr raus. Es liegt natürlich daran, dass Lego damals 200 Sets pro Jahr rausgebracht hat, mit durchschnittlich wahrscheinlich so 200 Teilen. Und heute bringen sie im Jahr 900 Sets raus mit durchschnittlich 800 Teilen. Und deswegen kommt alles überall vor. Es ist ein Riesen-Highlight, wenn mal ein Teil selten ist. Haben wir hier aber tatsächlich eins. Und deswegen erwähne ich das nicht mehr jedes Jahr quasi, aber es ist immer noch, hier, du hast doch immer gesagt, super, da ist dieses Teil drin. Ja, es ist wirklich immer noch drin, dieses Teil. Das ist für manche noch interessant, aber es wird gewöhnlich, das ist das Problem. Es nutzt sich ein bisschen ab, dieses Konzept. Wollte ich noch mal kurz drauf. So, also, wie gesagt, wir haben die Funktion, wir haben hier die große Flamme, die kennt ihr normalerweise in Rot, klare Sache. Wir haben viel Gedorn und wir haben, was ich ja sagen wollte, Technikelemente. Hier in Dark Tan zum Beispiel, hier die kleinen Achsen mit dann einem Knubbel drauf. Der Knubbel ist dafür da, um das Stoffteil zu befestigen. Das kennt ihr, das ist ein Klassiker in der Lego-Welt. Wir haben hier unten auch diese Hörnchen, die kennt ihr von den Wikinger-Helmen, die aus irgendeinem Grund bei Lego immer Hörner haben und von den Ochsen. Die haben wir jetzt hier auch mal, die haben wir auch dabei, sind, die haben wir da in Weiß. Jetzt sind sie hier in Tan dabei, das sind natürlich teure Elemente, weil sie selten sind noch. Aber es sind natürlich keine teuren Elemente. Die werden auch günstiger, wenn sie noch häufiger vorkommen. Wir haben hier ganz viel Gestachel, ganz viel Geigel drauf, das ist klar. Wir haben hier, das seht ihr hier innen ein bisschen, wir haben hier in Dark Tan diese Slopes, das sind Inverted Slopes. Es ist relativ viel in Dark Tan überhaupt untergebracht und Dark Tan ist keine Farbe, in der es alles gibt schon. Deswegen ist das ganz gut. Ich freue mich über die 2x6 Fliese. Die Lego ja auch endlich übernommen. Das sind 2x4 Fliese. Ich freue mich über die 2x6 Fliese hier an der Seite, die Lego ja auch übernommen hat. Das ist eine gute, die brauchen wir auch. Wir haben hier ein metallic goldenes Ei. Das ist eine schöne Angelegenheit. Um dieses Ei, habt ihr mir gesagt, ginge es bei diesem Set prinzipiell. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit zu bewegen. Wir haben hier einen fetten Balljoint und hier, dann hier Hinges und hier hinten auch wieder weitere Balljoints. Und wir haben damit, kann man auch... Konnte man es nicht hoch und runter bewegen? Doch, hoch und runter geht. Kann man ein bisschen bewegen. Schnabel auf, Schnabel zu. Hornschwanz am Start. Also, genau. Würde ich sagen. Und man kann kurbeln und hingestellt. Ist vom Bauch her auf jeden Fall wesentlich aufwendiger als natürlich die beiden. Klar, wiederholen sich die Flügel. Also, alles ist exakt gespiegelt. Aber es ist ein stabiler Bau. Wenn euch... Ach, hier sieht man auch nochmal die Slopes, die Inverted Slopes in Dark Tan. Wenn euch das irgendwie... anspricht vom Design her und ihr sagt, dann super. Also hier finde ich, kann man jetzt auch nicht wirklich, also an der Konstruktion würde ich gar nichts aussetzen, es hat alles funktioniert. Ich bin kein Freund von diesen ganzen Balljoints, aber das ist halt natürlich, kann man nicht wirklich ändern und dieses ganze Krallengebau ist nicht meins. Die Teile sind gut, die Konstruktion funktioniert sauber und wenn es mit Rabatt schießt, glaube ich, ist es ein Set. Ich glaube, das passt, ja. Also das würde ich jetzt mal so in der, also momentan würde ich sagen, für 50 Euro bei Lego, würde ich sagen, es ist natürlich ziemlich viel Geld für sehr viele kleine Teile. Es sind aber immerhin relativ viele Teile, aber es sind trotzdem sehr viele kleine Teile dabei. Auch kleine Käseecken und so ein Käse. Ja, aber trotzdem kann man sagen, okay, das nehmen wir mal so als Norm. Und damit der Spaß größer ist,
gucken wir uns danach das Set an. Und ich habe dafür das falsche Shirt an, aber eigentlich auch nicht, ich bin ein ruhiger Fahrer. Aber das Set hier, das lässt einen ins Lenkrad beißen. Jetzt mal einfach mal unter uns. Ja, wir haben drei Figuren dabei. Muss ich sagen, also Hermione und Harry, das sind Standardfiguren, weg damit. Dann hast du einen Sirius dabei, okay. Den gab es in Varianten schon, aber natürlich mit dem angepinselten Ding, mit Brusthaar draus und so. Okay, ist was, was man, vielleicht steht man drauf. Dann habt ihr das Schnabeltier. Okay. Und das hier. Und jetzt schaut mal wirklich drauf, was das ist. Highlight des Sets sind hier vorne die Ecken in Sandgrün. Für 50 Euro. Es ist einfach... Ihr kauft drei Figuren mit dem Vieh, das ist es. Und ihr bekommt aus Versehen einen Sack Teile dazu. Der geringe nicht... Also, ich wüsste nicht, was du weglassen kannst, ohne dass es einfach seufzend in sich zusammenbricht. Das ist das Minimum, was man machen kann, um das Volumen zu erreichen. Weniger Teile wären nicht möglich gewesen. Ich bin mir relativ sicher. Und ich zeige euch gleich mal... Also nochmal die Details im Bau, aber es ist wirklich... ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich glaube, ich habe nach 11:30 gesagt, ach komm, bauen wir noch eins. Schaut mal an, was soll denn hier auch sein? Wir haben unten so ein Dreieck, wir haben oben so ein Dreieck. Und dazwischen haben wir diese... Ja, ihr seht ja, das ist ein Rahmenelement. Da ist oben ein Brick drüber gesetzt. Ich gucke mal da rein, da ist der Brick. Und vorne ist ein Slope. Das war's. Das ist es. Ihr baut das in 2 Minuten, das Element. Das geht doch nicht. Das geht einfach nicht. Natürlich kann man sowas entwerfen und halt wirklich super spartanisch einfach so hinstellen. Das ist in Ordnung, aber kannst keine 50 Euro für aufrufen. Vor allem, wie gesagt, baut das mal nacheinander. Gar nicht teilemengemäßig. Teilemenge ist immer so eine Sache. Klar kann man sagen, bei vergleichbaren Häusern, wenn man ein Modular Building und ein anderes Modular Building hat, dann ergibt ein Teilevergleich Sinn. Ein Technikmodell, noch ein Technikmodell ergibt Teilevergleich Sinn. Vor allem, wenn das eine, also wenn beide auch motorisiert sind oder eben nicht und so weiter und so fort. Und das hier ist, also das hier, wie gesagt, mit 700 Teilen zu dem hier mit 330, 670 Teilen, das ist schwierig zu vergleichen, aber wir können ja gleich das hier und das hier uns anschauen. Und das hier hat auch über 30% mehr Teile. Und das ist wirklich zu vergleichen. Und dann hier drüben, also es ist einfach nochmal das Gleiche, ja. Also dann seid ihr schon bei 4 Minuten Bauzeit. Ich glaube, ich habe am längsten für die Figuren gebraucht. Dann habt ihr das hier. Auch hier bitte mal kurz mit Verstand drauf gucken, was hier gebaut wird. Ein Element. Ein Element. Und ich finde die immer noch enorm hässlich. Dann werden hier die Röhrchen drauf gesetzt. Hier habe ich es geschafft, die beiden mit Loch zu vergessen, links und rechts. Das hat, glaube ich, am längsten gedauert an der Konstruktion von dem Ding. Unten ist ein Ding und oben ist das. Und hier drin sind 1x1 Round Bricks und da läuft die Leiter drumherum. Drei Minuten Bauzeit. Mit Fehler 4. Und dann habt ihr jenes. Ich würde sagen, das ist noch das schönste Element von allen. Ja, sage ich einfach mal so. Ich sag's mal so, das ist das schönste von allen. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Und das hier, das ist das Schönste, wird auf das hier gesetzt. Ihr seht, dass das abgerundet ist. Das ist kantig. Und dann sieht es so aus. Da ist sogar das Loch, das man hier noch sieht. Dass man hier reingucken kann. Ihr seht da drin vielleicht mein Finger, vielleicht auch nicht. Ich kann durch das Loch durchgucken in die Kamera. Es ist so hart lieblos. Das ist wirklich... Das ist beeindruckend. Und man kann auch... hier zwischendurch gucken, weil
das hier sehr knapp gebaut ist und diese Elemente auch sehr dünn. Ich weiß nicht, ob Lego da nochmal ein bisschen Material spart oder so, aber diese Spalte hier zwischen diesen Paneelen, die sind sichtbar. Es ist einfach nicht schön. Es gibt kein luxuriöses Premium-Gefühl in irgendeiner Form. Und oben haben wir dann diese kleine Kabine. Das ist das einzig Massive an dem ganzen Ding. Das war's, Freunde. 50 Euro. Freundlich und wirklich mit viel Entgegenkommen. 24,99. In der Lego-Welt. Nicht, dass es das wert sei. 24,99. 29,99. Mit den Figuren natürlich. Das war's. Weil 3 Figuren à 10 Euro sollten drin sein. Eine Figur pro 10 Euro. 29,99er Set. 3 Figuren passt. Das wäre akzeptabel. 29,99. Kein Cent mehr. Gruselig, das Ding. Es ist einfach gruselig. Und vor allem der Punkt ist, es ist lieblos gemacht. Das sind wir von Lego gewohnt. Es ist so wenig wie möglich, sind wir von Lego auch gewohnt. Aber das ist für 29,99, dann sagt man, das ist halt Lego, Premium-Marke, man zahlt viel, man kriegt wenig und es ist ein bisschen lieblos. Das kennen wir. Aber 49,99, ich schieße den Vogel halt einfach ab. Also gute Güte, ist nicht in Ordnung. Schlicht und ergreifend, einfach nicht in Ordnung. Und mir wurscht, ob Lego was nur noch für Reiche ist oder so. Das ist einfach, das ist nicht okay. Und auch jemand, der viel Geld hat, hat möglicherweise manche von denen dafür gearbeitet. Und die überlegen sich dann, dass sie dafür gearbeitet haben und dafür sollen sie es ausgeben. Und dann überlegt man sich, was 50 Euro in der Welt wirklich wert sind. Und dann kommt man auf ganz andere Ideen. Aber so weit will ich ja gar nicht gehen. Ich will ja einfach nur gehen. In der Lego-Welt sogar ist das peinlich. Machen wir es kurz. So, und dann kommen wir jetzt zum Krankenflügel. Gleicher Preis, sogar derselbe. Und eine Figur mehr. Ja, hier, Special-Figur sogar mit Kopfzeug und so. Ja, alles dabei. Fluttervieh auch, kleines Fluttervieh. Ja? Ich will immer noch sagen, dass 50 Euro wirklich, wirklich hoch gegriffen sind für diese Kleinigkeit hier. Ja? Aber gegen das, und jetzt kommt nämlich der Punkt, das Ding ist auch klein. Es ist wesentlich tiefer schon mal als das. Das ist schon mal ein großer Punkt. Aber, und dazu komme ich jetzt, also wir haben auch hier ein kleines Teil, nur Teilleiter, falls euch interessiert, die 4x6 Plate in Sand Green, die ist special. Ja? Nur, wenn wir drüber gesprochen haben. Ich habe euch schon hier das Ziffernblatt gezeigt. Das ist übrigens auch ein Print. Wir können hier oben dran drehen und dann dreht sich die Uhr. Und wir haben drin Zahnräder. Damit ist der Teilewert schon über dem ganzen Set. Schon weg. Wir haben, und du musst vergessen, die sind auch bei den anderen Sets ein bisschen versteckter eingebaut. Ihr seht hier hinten kleine Plate Modified links und rechts. Da seht ihr den Kreis. Das ist eine kleine Plate Modified mit einem Lampenhalter an der Seite. Da wird die Uhr dran gesteckt. Die sind in Reddish Brown ziemlich speziell. Aktuell noch, werden günstiger, macht euch keinen Stress. Also das bekommt ihr hier auf jeden Fall bei dem Set. Wir haben hier Kleinigkeiten noch dabei, da kommen Aufkleber drauf. Ja, keine Frage, hier ist ein bisschen was noch im Print dabei, ein bisschen Glitzerzeug, Herz und so, wunderbar. Wir haben hier eine Truhe, das ist noch die neue Truhe, der neue Truhendeckel, habe ich nämlich in Perlgold ja schon gezeigt, ist momentan ein bisschen teuer. Hier ist ein kleiner Print drauf, ich weiß nicht, was das ist. Wir haben hier nochmal zwei Prints und wir haben hier noch einen Print. Also das ist schon ein Detailgrad, der das andere Set also komplett schon in Vergessenheit rücken lässt. Also wir denken jetzt noch an das Set. Nur noch ein Stuhl dabei. Das ist doch jetzt schon Grütze. Wir haben überhaupt nicht über den Rest geredet, aber jetzt ist schon klar, dass hier irgendwie jemand sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben hat. Minimal möglicherweise. Immer die gleiche Konstruktion. Also erwartet hier auch kein Feuerwerk, gell? Also nicht, dass wir hier irgendwie Erwartungshaltungsmanagement und so. Wir müssen ja alles hier beieinander halten, aber dann haben wir hier, wie gesagt, dieses Türmchen, auch wieder auf dem Gitter. Es soll ja alles natürlich das gleiche System bleiben. Wir haben hier oben nochmal die sind reingesetzt. Achso, ich habe oben Deckel drauf gemacht, ja. Am Anfang bewegen die sich noch ziemlich, aber jetzt am Ende sind sie halbwegs fixiert. Hier unten noch mit den kleinen Slopes. Hier oben ist der Mechanismus. Wie gesagt, der überhaltet euch fest 4 Zahnräder, mehr als bei vielen Technik-Sets läuft.
nett übersetzt, dreht sich, funktioniert. Die große, das 40-zähnige Zahnrad ist natürlich ein Träumchen. Und dann gehen wir durch. Der Rest ist eigentlich ziemlich okay und passt. Und dann haben wir hier unten dieses hier. Und das ist der Krankenflügel, deswegen steht er auf diesen Gittern. Warum auch immer. Und wir haben sehr viele von diesen Fenstern, immer drin auch natürlich mit Gitterchen. Und schaut mal von innen, haben wir jeweils ein Bett. Das Bett ist super, das sind diese großen Slopes im Medium Blau. Die sind sehr schick. Ist immer das gleiche Bett, was gesetzt wird. Hier nochmal kleine Tischchen dazu. Auch hier, Lego ändert natürlich die Grundtaktik nicht. Hier wird natürlich nicht mehr Geld ausgegeben als nötig. Aber wir haben noch Hinges drin. Wir haben ein bisschen Verzierung hier vorne. Wir haben, das ist ein bisschen schiefiger, das sieht doof aus. Ja, wie gesagt, Fehlfarben, ist kein Platz für Fehlfarben. Ich wüsste nicht, wo man welche unterbringen sollte. Und das Ganze, im Bett wäre möglich, glaube ich, einen Teil hätte man vertauschen können. Das haben sie aber gut gemacht. Das ist alles in Ordnung. Also das passt. Und jetzt mal, also ich meine, klar, ist das alles, wir können immer noch über die Grundsätzlichkeit diskutieren. Wie dämlich ist das? Wie wenig ist das? Warum ist die Spieltiefe so gering? Wieso haben sie schon wieder die Dachfarben verändert? Ich habe doch gerade alles in Dark Blue Grey gekauft. Tralitrala. Ich bin ganz bei euch. Das Fass müssen wir ja nicht jedes Mal aufmachen. Aber wie gesagt, für ein 40er wäre es super. Lego macht alles extrem teuer. Aktuell 25% Preis hoch, sind wir bei 50. Ich würde immer noch vom Bauspaß her ganz klar den Hornschwanz bevorzugen. Wenn man aber gerne Häuser baut, dann hilft einem das Fluttervieh nicht. Aber das hier, also vor allem dafür wollte ich es euch ja auch zeigen, für die Überlegung, das hier ist das wesentlich fortgeschrittenere Bauwerk. Es ist viel schöner ausgeführt, es hat viele Kleinigkeiten, an denen man sich erfreuen kann. Das offene Ding hier vorne, das ist ein Durchgang, ich weiß, aber es sieht halt einfach nach nichts aus, einfach nach gar nichts. Und wenn man halt so ein hässliches Teil entwirft, muss man halt zwei von beiden Seiten dagegen setzen, damit es gut aussieht. Das sparen sie natürlich weg. Ich bin maßlos enttäuscht von dem Set hier. Machen wir es kurz. Also wirklich. Maßlos enttäuscht. Das ist... jetzt habe ich es auch noch kaputt gemacht. Kein Verlust. Aber ihr seht, das ist... Oh, ist auch noch ein bisschen Leim drunter. Das sind diese... das sind die Dinge, die übereinander gesetzt werden. Da drin ist die Treppe untergebracht. Ich wollte die Treppe jetzt gerade einhaken oben wieder, aber es ist egal, das mache ich später. Definitiv das hier. Und wenn ihr Fluttervieh möchtet, das hier. Und ich stelle dann auch am Wochenende noch Dumbledores Büro daneben. Dann könnt ihr nochmal gucken, was ein 80-Euro-Set da im Vergleich dann nochmal hermacht. Und dann könnt ihr weiterdenken. Also Harry Potter entwickelt sich in eine bittere Richtung. Ich war eigentlich damals mit der 75954 und zu dieser Serie war ich eigentlich ganz happy. Denkt mal dran, große Halle, 100 Euro. Habt ihr die nochmal ein bisschen im Blick? 10 Figuren. Und jetzt guckt euch, wie gesagt, die aktuelle Serie an. Das ist wirklich 30-40% Abstrich von der Bauqualität. Das ist ein großes Thema, ja. Und wie gesagt, also Bauspaß hier ist, denke ich, eine Dreiviertelstunde etwa. Hier sind es 20 Minuten. Und hier dran baut ihr ein bisschen. So ist es. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen damit. Und ihr seid unterhalten, habt eine gute Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.